This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, Liebe und Angst ist heute das Thema. Und zwar, hi Leute, Liebe und Angst ist heute das Thema. Manche denken vielleicht, Liebe und Hass sind Gegensätze. Dem ist nicht so. Also hinter Hass steckt eigentlich immer Angst. Wenn jemand Hass erfüllt ist, dann steckt dahinter immer eine Angst. Wenn Hitler Hass auf Juden hatte oder Hass auf irgendjemand anderen, dann steckt dahinter immer die Angst, bedroht zu werden, die Angst, kleiner zu sein, die Angst, zerstört zu werden, vielleicht selbst. Und ich finde es viel schöner, die Angst zu erkennen bei den Menschen. Nicht zu sehen, hey, der ist total hasserfüllt. Eigentlich ist es ein total ängstlicher Mensch, der Angst davor hat, dass seine Grenzen nicht gewahrt werden, dass er nicht genug bekommt, dass er was auch nicht, alles Mögliche, alle möglichen Ängste. Und das steht auch immer hinter Hass. Und Angst ist das Gegenteil von Liebe. Aber wo Liebe ist, kann keine Angst sein. So, wenn es wie mit Licht und Dunkelheit, wenn du in der Dunkelheit eine Kerze anzündest, dann erleuchtet den ganzen Raum. Und du kannst mit der Dunkelheit das Licht nicht verdrängen. Du kannst mit Angst nicht die Liebe verdrängen. Wo Liebe ist, kann keine Angst sein. So. Wo Licht ist, ist keine Dunkel. Und wenn man das wieder erkennt, dass hinter diesen ganzen hassvollen Gedanken bei vielen Menschen einfach nur Ängste stehen, dann kann man den, dann projiziert man nicht so auf diesen Menschen. Dann erkennt man wieder, dass es eben auch nur Ängste bei ihm sind. Und man hat entwickelt ein Mitgefühl mit ihm. Und so kann man auch wieder eine Allliebe entwickeln, sag ich mal. Eine, ja, diese allumfassende Liebe. Und wieder das Schöne in allem erkennen. Und erkennen, dass aus seiner Perspektive raus, oder aus deiner, aus meiner Perspektive raus, aus der eigenen Perspektive raus tut niemand was Schlechtes. Jeder meint, er tut das Richtige. Jeder ist nur der Sklave seiner eigenen Vorstellungen. Und du und ich, wir bauen uns eben in unserem eigenen Kopf das eigene Weltbild auf. Und demnach handeln wir und demnach tun wir nie was Falsches, was Schlechtes. Und manche bauen sich halt ein sehr extremes, sehr abgefahrenes und weltfremdes Weltbild auf. Und wenn du dir so ein Weltbild erschaffst, oder wie Hitler sich vielleicht so ein Weltbild erschafft hat, dass er gedacht hat, er rette die Welt, wenn er denjenigen verbannt und wenn das weg ist, dann ist alles gut. Gedacht, er tut das Richtige, er befreit sein Volk und so weiter. Und dementsprechend tut niemand gemessen an seinen eigenen Vorstellungen was Schlechtes. Und so kann man, denke ich, auch wieder mehr Mitgefühl für jemanden entwickeln, wenn man sieht, dass dahinter die Angst steckt, dass dahinter die Angst steckt, verletzt zu werden. Die Angst, kleiner zu sein vielleicht. Egal welche Angst.
das wieder erkennt, dann kann man wieder Mitgefühl entwickeln zu dem anderen und ihm das vielleicht besser nahebringen oder dafür auch Verständnis aufbringen. Und das würde ich mir wünschen, so dass jeder sich mal mehr in die Lage des anderen reinversetzt. Wenn man sich in jede Lage immer reinversetzt, in diese Perspektive, dann kann man Mitgefühl aufbringen, dann kann man aus Einsicht handeln und Lösungen finden. Und dann liegt es eben auch an jedem selbst, so, sich ein klares Weltbild zu schaffen, zur Einsicht zu gelangen, zu erkennen, dass diese Blockaden nur von innen rauskommen, dass man sich das Glück nicht im Äußeren schaffen kann, indem man irgendwas bekämpft, irgendwas erzeugt, sondern von innen raus dieses Glück entsteht, wie wenn ein Ei von innen heraus zerbricht. Dann entsteht neues Leben, dann kommt ein Küken raus. Aber wenn du im Äußeren versuchst, was zu ändern, wenn du im Äußeren das Ei zerbrichst, dann kommt nicht ein Küken raus, dann zerstörst du den. Und dies zu erkennen, dass die Veränderung aus dir innen rauskommen muss, wenn du was verändern möchtest in der Welt, wenn du glücklich werden möchtest, wenn jeder nur schaut, dass er glücklich wird und seine Ängste annimmt, bearbeitet und sich auf dem Weg begibt, eben sich ja, dann auch den Körper zu reinigen, eben, auch durch die Ernährung, durch Bewegung. Das gehört eben auch dazu dann, damit der Geist, damit das Denken klar werden kann. Sonst ist es vernebelt und das Denken kann gar nicht klar werden, man kann nicht zur Einsicht gelangen. Wenn es vernebelt ist, so ist wie ein Schleier, der sich lüftet, wenn man wieder in der Natur lebt, wenn man jeden Tag rausgeht und sich jeden Tag diese positiven Muster schafft, jeden Tag sich mehr entspannt, jeden Tag mehr in die Natur rausgeht, jeden Tag mehr frische Luft atmet, jeden Tag natürlichere Sachen isst, ursprünglichere Sachen, unverarbeitetere Sachen. Dann kann sich dieser Schleier lüften. Dann kann man Mitgefühl immer mehr entwickeln. Dann kommen auch keine neuen negativen Gedankenmuster wieder nach. Durch diese negativen Sachen, die man zu sich nimmt. Sei es emotional oder psychisch durch Fernsehen, durch Radio, wo ständig negative Dinge kommen. Wenn man die nicht mehr konsumiert, wenn man nicht mehr dieses Leid über die Nahrung aufnimmt, dann muss man auch nicht ständig immer wieder neues Leid neu verarbeiten. Nein, das wird dann immer besser, Schritt für Schritt. Ja, und dieser Schleier lüftet sich langsam, man kann Mitgefühl entwickeln und kann erkennen, dass hinter all diesem Hass, auch den Hass, den man selbst in sich trägt, dass da eigentlich Angst dahinter steckt. Man kann diese Angst immer mehr erkennen, annehmen und Liebe entwickeln. Genau. Ja, das wollte ich mal loswerden. Vielleicht nimmt der eine oder andere sich das zu Herzen, begibt sich auf den Weg und verändert sein Leben. Tag für Tag neue positive Muster schaffen. Und das bedingt eine Kontinuierlichkeit, ein dauerhaftes Dranbleiben, jeden Tag was zu verändern. Es ist viel wichtiger, als irgendwie riesige Schritte zu gehen. Kleine Schritte, und zwar jeden Tag. Und es wird jeden Tag besser werden dann. Wenn du die Welt umrunden möchtest, dann musst du kleine Schritte machen, aber jeden Tag. Und du brauchst eine Weile. Aber du musst deinem Weg treu bleiben. Wenn du mal links gehst, und dann änderst du wieder die Richtung, du gehst immer hin und her. Ja, du musst die Richtung beibehalten, irgendwann umrundest du die Welt. So. Völlig egal, in welche Richtung du läufst, musst du nur beibehalten. Und so ist es eben auch, du musst dauerhaft jeden Tag was tun und diese positiven Muster stellen. So viel dazu. Macht's gut, Leute. Ciao.